Ja, hallo, guten Tag. Mein Name ist Josef Götte. Ich bin Gebietsverkaufsleiter bei der GEA Farm Technologies. Und wir befinden uns hier in der Milchviehanlage der Agrarenergie Rind Genossenschaft in Ballhausen in Thüringen. Und seit unserem letzten Besuch hat sich hier einiges getan. Wir melken. Gemeinsam mit unserem Fachzentrum Elmec aus Wandersleben haben wir hier die 8 Dairy Robots als Gruppenmelkstand in Betrieb genommen. Und heute haben wir die Möglichkeit, mit dem Anlagenleiter, mit dem Chef der Anlage, mit dem Carsten Göbel zu sprechen, um seine ersten Erfahrungen von 6 Wochen Melken einfach mal abzufragen und seine Vorstellungen für die künftige Weiterentwicklung mal zu hinterfragen. Bis gleich. Ja, wir haben nun die Gelegenheit, den Carsten Göbel kennenzulernen. Und Herr Göbel wird uns mal seine Erfahrungen der letzten 4 Wochen mit dem automatischen Melksystem Dairy Robot R9500 als Gruppenmelkstand erklären. Herr Göbel. Ja, hallo, mein Name ist Carsten Göbel. Ich bin Mitgliederbeauftragter der Agrarenergie und Rind hier in Ballhausen. Wir hatten einen Melkstand, der so langsam in die Jahre gekommen ist, und so gab es Gründe, dass wir uns für neue Techniken interessieren mussten. Und da sind wir auf der Suche gewesen, welches Prozedere können wir hier durchsetzen, und sind dabei eigentlich auf das automatische Melken gekommen. Und da war die Frage, wie können wir das hier an unserem Standort installieren? Wir haben so ein paar Gegebenheiten, gerade durch die festen Gebäude und Räumlichkeiten, dass wir nicht so viel Platz haben, irgendwo ein Karussell zu nehmen, was aus der Schublade kommt. Und so sind wir zusammen mit der GEA auf den Trichter gekommen und können hier einen parallelen Melkstand installieren, wo die Roboter mehr oder weniger nebeneinander stehen, weil wir eben auch unser gekonntes System mit dem ganz normalen getriebenen Melken nicht verändern wollten. Wir haben eigentlich zwei wesentliche Gründe, warum wir uns für dieses System hier entschieden haben. Das eine ist der Platzbedarf für ein Karussell, den wir hier nicht zur Verfügung hatten. Das ist der eine Punkt. Und der zweite entscheidende Punkt ist eigentlich für das parallele Nebeneinander-System, ist, dass man individuell auf die Gruppengröße reagieren kann und vielleicht auch in der Zukunft noch den ein oder anderen Roboter einfach daneben stellen kann, um die Anlage zu erweitern. Je nachdem, wie groß die Betriebszahl und die Anzahl der Tiere sein wird. Der Vorwartehof füllt sich jetzt langsam mit den restlichen Tieren aus der Gruppe. Das heißt, die ganze Front wird mit Tieren belegt, und die können schauen, dass auch jeder Roboter mehr oder weniger gleichmäßig belegt werden kann. Ja, wenn sie besetzt sind, die Roboter, dann stellen sich auch schon die nächsten Kühe in den Eingangsbereich und sind somit auch fixiert, ohne dass trotzdem weiterer Stress stattfindet. Man sieht jetzt hier sehr schön, die Kuh ist fertig gemolken, verlässt den Melkplatz. Nachdem das Fronttor wieder geschlossen wurde, öffnet das Eingangstor, und die nächste Kuh vom Vorwartehof, die schon im Eingangsbereich gewartet hat, kann den Melkplatz betreten, wird fixiert. Jetzt kann der Melkansetzprozess unten stattfinden. Insgesamt ist festzustellen, dass hier eine erhebliche Ruhe hier herrscht, dass man letztendlich nur die Schaltvorgänge der Luftzylinder hört. Ansonsten, wie gesagt, eine himmlische Ruhe in dem gesamten Melkgebäude. Ja, meine Lieben, wir haben jetzt nochmal die Möglichkeit, hier im Vorwartehof gemeinsam mit der Herdenmanagerin der Anlage, der Annette Müller, hier nochmal im Vorwarthof zu schauen. Wir sehen, dass die letzten Kühe jetzt noch da stehen aus der Gruppe, um entsprechend dann den Melkstand oder das Melksystem zu besuchen. Und die Frage an die Annette Müller: Frau Müller, können Sie uns ein paar Worte sagen, wie sich insgesamt vom Treiben her oder wie der ganze Aufwand für Sie und Ihre Leute, die zuständig sind für das Melken, wie sich das Ganze entwickelt hat
und wie Sie das im Moment beschreiben würden. Ja, wie Sie ja schon gesehen haben, das sind jetzt die letzten Tiere in der Gruppe. Bis dato läuft alles selbstständig. Also der Mitarbeiter holt im Prinzip eine Gruppe Kühe hierher in den Vorwartebereich. Die Kühe betreten automatisch selbstständig die Roboter. Wenn alle Kühe hier draußen im Vorwartebereich sind, hat der Mitarbeiter Zeit für die Boxenpflege, für die Tränkenreinigung und so weiter. Und ja, so dass wir mit einem Mitarbeiter im Prinzip in der Schicht auskommen, zurzeit hier am Roboter-Melkbetrieb. Und ja, Personal haben wir dadurch nicht eingespart, aber es können wir anderweitig einsetzen, es wird anderweitig frei, es sind mehr Managementaufgaben. Es ist schon eine körperliche Entlastung auf jeden Fall. Der Roboterbetrieb. Gerade unsere älteren Melkfrauen sind ein bisschen entlastet. Die müssen nicht mehr in dieser einseitigen Körperhaltung unten im alten Melkstand arbeiten, sondern das funktioniert alles vollkommen selbstständig. Ja, wir arbeiten aktuell hier in zwei Schichten, jeweils von 4 Uhr bis 12 Uhr morgens und abends. Es arbeitet ein Mitarbeiter hier im Roboterbetrieb, der im Prinzip für das Holen der Tiere zuständig ist und für Bettenpflege, Tränkenpflege und alles. Wir melken aktuell 352 Tiere hier, davon 140 dreimal. Der Rest wird zweimal täglich gemolken. Also wir haben hier am Roboter zwei Hochleistungsgruppen, die wir sogar dreimal am Tag melken. Das sind vorwiegend Kühe mit über 40 Litern Tagesleistung. Ja, ansonsten die Altmelker melken wir konventionell weiter. Ja, das ist nun die neue Arbeitsroutine unserer Mitarbeiter. Die besteht im Prinzip daraus, den Melkvorgang zu überwachen. Ich kann hier viertelindividuell den Milchfluss kontrollieren von der Kuh. Ich sehe die Milchmenge. Ich kann die Kuh separieren, wenn ich die Kuh für den Tierarzt brauche oder für einen Besamer. Es ist weniger Handarbeit und selbst unsere älteren Mitarbeiterinnen, die am Anfang Angst vor dem Roboter haben, sind jetzt eigentlich nicht mehr gewollt, in den konventionellen Melkstand zu gehen, sondern wollen nur noch hier am Roboter arbeiten. Ja, Herr Göbel, wenn man diesen entspannten Ablauf hier so sieht, wie ruhig die Tiere entsprechend sind, obwohl wir geregeltes Melken haben, einfach mal die Frage, warum haben Sie sich für uns entschieden und andersrum, sind Ihre Vorstellungen oder haben wir Ihre Vorstellungen mit der Anlage erfüllen können? Ja, das ist eine schöne Frage. Ursprünglich haben wir uns natürlich für GEA entschieden, weil wir hier ein schlüssiges Konzept gesehen haben, eine technische Lösung gefunden haben für unser Problem, das zu vertretbaren, auch wirtschaftlichem Aufwand, den wir so sehen. Und wir sind guter Dinge, dass wir in Zukunft weiterhin viel Erfolg haben werden und schauen, was die Zukunft bringt. Prima, Herr Göbel, danke, dass wir hier filmen durften und dass Sie uns einen Einblick in die Anlage und in den Tierverkehr, ins Melken und all die Dinge gezeigt haben. Wir wünschen Ihnen natürlich von GEA Farm Technologies weiterhin viel Erfolg, alles Gute. Dankeschön. Tschüss.